Es ist wirklich schwer enttäuschend, dass 75-Jährige noch für die Jugend so eine Piste machen und dann werden sie damit belohnt, dass noch eingebrochen wird und randaliert wird und so weiter. Also es ist ganz fürchterlich. Unbekannte sind in der Nacht in die Hütte unterhalb des Skiliftes eingebrochen. Dort haben sie offenbar zuerst Glühwein und Schnaps gezecht, dann die Einrichtung verwüstet und zum Schluss Gerätschaften nach außen geschafft und zum Teil mitgenommen. Als die Pröffels am Morgen um 8.30 Uhr die Tat entdeckt hatten, dachten sie zuerst, dass Jugendliche irgendeinen Blödsinn angestellt hätten. Doch Gerda Pröffel ist sich mittlerweile sicher. Das waren professionelle Einbrecher. Ansonsten hätten die Täter nicht die große Kaffeemaschine im Wert von 5.000 Euro mitgenommen. Der größte Schaden, und wir können hier gar nicht weiter arbeiten, ist unser Kaffeeautomat. Kakao- und Kaffeeautomat, der ist mittransportiert worden. Der Glühwein-Dings ist draußen und der Mikro liegen auch draußen im Schnee. Das Betreiberpaar geht davon aus, dass die Täter bergab Richtung Herbsthäuschen geflüchtet sind. Da sind überall Spuren im Schnee, sagt Gerda Pröffel. Die Maschine wiege zwischen 25 und 30 Kilo, sagt Eduard Pröffel. Die sei so schwer, dass man sie nicht einfach den Hang hochschleppen könne. Wir wissen nicht, waren es Rodler, übermütige Jugendliche oder professionelle Einbrecher.